Auf Event und Mur Challenge 2018 in Leoben. Hast du einen besonderen Schlachtruf für die Kinder? Na, ich werde sie einfach nur hopp, 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 hopp anfeuern. Das ist das, was sich gehört. Weil dann sind sie motiviert und laufen nur schneller. Und jetzt ist es soweit. Jetzt geht's los, jetzt da bitte. Schau, schau, bravo, jawohl, schau. Schau, hey. Vizebürgermeister Max Jäger, wie stehst du zu dieser Veranstaltung? Ja, das ist natürlich eine ganz großartige Geschichte für Leoben. Der 10. LE-Lauf-Event. Und mittlerweile, so wie vorher gesagt, denke ich, wird wieder über 1000 Starter sein. Und gerade in unserer Gegend, wo ja praktisch wir umgeben sind von Wald und Möglichkeiten vom Wandern, über Joggen, über Radfahren, ist das natürlich eine tolle Geschichte und motivierend für die Leute. Es macht Spaß dort, wo die Kinder sind, denn dort ist Freude, Spaß. Und wenn es sportlich wird, ist es nachher dann umso besser. Man sieht, die Jugend ist bereit, alles zu geben bei diesem Lauf. Ja, und alle erreichen das Ziel. Ganz wichtig, niemand hat sich verletzt. Die Freude am Sport, das ist das Wichtigste und das zählt. Kinder laufen 400, 800 Meter und 1600 Meter. Um 13 Uhr beginnt der Nordic Walking Bewerb, 3 Kilometer rund um Leoben. Das heißt, der Bürgermeister startet dort mit der Startnummer 1 herum. Dann haben wir um 14 Uhr den Hauptbewerb, die 66 Minuten von Leoben. Das Ganze da wird beben. Hoffentlich werden zahlreiche Zuschauer da sein. Also ich bin zuversichtlich, dass wir da gewaltige Stimmung haben werden. Gleich zum nächsten Bewerb, nämlich dem. Die startet die nächste Gruppe, die größeren. Wie immer gut organisiert von unserer Polizei, die das Ganze absichert, damit nichts passiert. Und jetzt kommen die Jungs mit Volldampf daher. Wir müssen schön auf die Seite gehen, dass wir nicht mitgenommen werden. Und wenn man in die Gesichter der Kinder schaut, haben alle ein Lächeln drauf. Und das ist sehr wichtig, die Freude an der Bewegung. Ich bin selbst ganz aus Atem. Ah, die Mama ist mitgelaufen. Die Mama ist mitlaufen. Mit 4 Jahren draußen sind wir nicht so. Ja, aber wenn die Mama mittut, dann tut auch die Tochter mit. Genau, so ist es. Aber es war super. Damit, und jetzt kommt die Horde. Jetzt geht's dahin. Der Ronny prescht voraus und jetzt schau dir das an. Max Erker, der Vater aller Laufveranstaltungen. Wie stehst du heute zu dieser Veranstaltung? Na, es ist ja das 10. Lauf-Event. Wir haben ja vorher schon 19 Mal den Futzer Altstadtlauf gemacht und fast gleich auf das Champions Race. Also für uns ist es schon die 40. oder noch mehr Veranstaltung am Hauptplatz. Ziele setzen, Vorgaben erstellen, das motiviert die Jungen zum Sport. Nicht nur der erste Platz zählt. Sieger ist jeder, der an der Veranstaltung teilnimmt und die Strecke durchläuft. Ein Bravo unserer Jugend. Hopp, hopp, hopp und lauf! Dein Enkelkind ist ja beim Radfahren einfach spitze. Läuft er heute mit? Jawohl, er läuft heute mit. Er wird sicher unter die ersten 3 kommen, laut des Stehvermögens. Danke. Ich weiß, bei den Radveranstaltungen ist er ja absolut spitze, also Kondition hat er ja. Ja, er hat in einem Tag schon 2 Siege gemacht. Und das war Duathlon und Crosslauf. Wir sind begeistert. Wir zwingen ihn nicht dazu, es ist ein freier Wille und er macht das gut. Ja, Nico, bist du schon nervös? Nein. Nicht? Aber du wirst alles geben heute. Ja. Du bist ja Sportler durch und durch und nimmst die Schwester auch mit. Ja. Du läufst auch mit? Ja.
1600 Meter und somit auch schon ein bisschen. Also, bitte abholen wäre schade. Ich schaue es gleich runter zum Start. Da kommt schon die Mama drüber. Vom letzten Schüler und Jugendlauf, der Max Erkert wartet schon. Und das sind schon die Größen. Die laufen schon 1600 Meter. Und da kommt jetzt die Spitze noch geschlossen. Es ist keinem gelungen, sich abzusetzen. Die Gruppe ist noch relativ gut beisammen. Also der Spreu wird sich erst trennen vom Weizen etwas später. Der Führende ist immer noch an erster Stelle. Man sieht, das ist ein Profi. Seine Atmung geht gleichmäßig. Und hinten kommt die Gruppe, die schon etwas aufgeweicht ist. Das zieht sich jetzt schon ein wenig in die Länge. Also man sieht, jetzt kommt schon die Kondition zum Tragen. Und jetzt kommt die Verfolgergruppe. Schau, noch einmal salutiert und dann geht's ins Ziel. Bei der Siegerehrung von der Bühne zu schauen, das macht Spaß. Ja, das ist ein Erlebnis. Insbesondere, wenn es auch noch einen Preis und viel Applaus gibt. Ja, neues Erholungsgebiet, Nützung der Mur für sportliche Aktivitäten. Ja, ganz eine wunderbare Veranstaltung auch, die heute stattfindet, wenn man das Naherholungsgebiet von Leoben auch wassermäßig sozusagen nutzen kann, ist das natürlich eine tolle Sache, unterstreicht die Sportstadt Leoben. Die Mur Challenge, gestartet in mehreren Kategorien und Längen in Lobming, St. Stephan und St. Michael. Die Königsdisziplin, 43 Kilometer paddeln mit hohen Anforderungen an die Kondition mit dem Start in Lobming. Für die beiden Ersten eine Frage, wo seid ihr gestartet? Wir sind in St. Stephan gestartet, das ist ein Halbmarathon, in zwei verschiedenen Kategorien, ich auf den Skiachs und er am Stand-Up. Und was für die zwei Kategorien ist eigentlich das Schwerere? Naja, natürlich das Stand-Up, ja, weil ich bin 10-mal baden gegangen und er glaube ich nie. Ja, und da kommt der erste Kanute, der die 43 Kilometer schon hinter sich gebracht hat und trotzdem noch ein sehr hohes Tempo drauf hat. Also die Kondition ist auf jeden Fall vorhanden. Ob Männer oder Frauen, die Streckenlänge war für alle gleich. Ja, eine Frage, wo war für dich der Start? Wo war für mich der Start? Der Start war in Groß-Lobming, 45 Kilometer von hier. 48 waren für alle. Und der Parcours unterwegs war schwierig? Nein, war heute relativ kaputt, weil der Wasserstand entsprechend war und nicht schwierig. Schwieriger ist es, wenn wenig Wasser ist und so gesehen war es schön, Wetter war schön, alles war schön zum Sehen, also war Spaß, abgesehen von den Strapazen. Aber es verlangt schon einiges an Kondition. Verlangt schon, ja, und auch jetzt auch an Durchhaltevermögen geistigerseits, also war heute war es schon sehr, sehr anstrengend. Im Vorjahr sind wir auch gefahren, da war es 2 Stunden 50 und heute waren einfach viel, viel mehr Teilnehmer, noch viel schnellere Teilnehmer und die fordern einen dann noch und das ist sehr, sehr anstrengend gewesen, ja, muss ich schon sagen. Anfeuerungen der Läufer durch Musikeinlagen. Die
Staffelteilnehmer bei der Staffelübergabe an den nächsten Teamteilnehmer. Wir zeigen keine Sieger, denn unser Motto heißt, dabei sein ist alles.